Das Wintersemester neigt sich seinem Ende zu. Hinter uns liegen aufregende Wochen voll richtungsweisender Aktivitäten. Zunächst einmal haben wir im Oktober den Umzug in das neu errichtete Fanny-Solte-Haus vollzogen. Die Unterrichtsräume mit ihrer fantastischen Akustik werden auf das Höchste gelobt. Kein Raum ist rechtwinklig, sodass der Klang ungestört strömen kann. Große Fenster sorgen für viel Licht und Helligkeit. Die Unterrichtsatmosphäre ist entsprechend freundlich, entspannt und kreativitätsfördernd. Zur gleichen Zeit haben das Lernradio, Musikinformatik und Computerstudio ihre Produktions- und Seminarräume im großen Multimedia-Komplex bezogen, eine organisatorische Meisterleistung der Verantwortlichen. 100 neue Studierende konnten an unserer Hochschule zum Wintersemester ihr Studium beginnen. 1300 hatten sich beworben. Warum wir nur 100 genommen haben? Nun, für uns an der Hochschule für Musik Karlsruhe gilt höchste Qualität als oberster Maßstab, denn nur die Besten können im beinharten internationalen Wettbewerb bestehen. Und das ist unser Ziel. Die Studierenden so auszubilden, dass sie weltweit erfolgreich arbeiten können. Eine solche Ausbildung ist nur mit Dozenten zu erreichen, die international bekannt und gefragt sind. Wir sind stolz darauf, solche Dozenten in großer Zahl an unserer Hochschule zu wissen. Das macht uns international attraktiv und zu einer der wichtigsten kulturellen Ausbildungseinrichtungen im Land. Doch trotz aller Internationalität versteht sich die Hochschule für Musik Karlsruhe ganz ortsverbunden, immer zugleich als Hochschule für Stadt und Region. Mit jedem unserer rund 300 Konzerte im Jahr prägen wir das kulturelle Leben entscheidend mit. Wir gehen alljährlich mit unserer Musik in die Innenstadt. Karlsruhe klingt, Music to go, ist längst zu einem mit Spannung erwarteten Ereignis geworden. Das ist aber lange noch nicht alles. Mit Erlebnismusik bieten wir aufregende Angebote für Kindergärten und Schulen. Hinzu kommen unsere beliebten Kinderopern, das jährliche Kindermusikfest im Festspielhaus Baden-Baden und vieles andere. Unsere Studierenden, Dozentinnen und Dozenten sind hoch motiviert und hoch engagiert. Und im Sommer 2014 werden wir erstmals zu einem Open-Air-Konzert auf Campus One, Schloss Gottesaue, einladen. Seit Oktober sind nun alle Mitglieder der Hochschule für Musik Karlsruhe, die vorher auf die Stadt verteilt waren, auf einem Campus vereint. Campus One, Schloss Gottesaue, wird nach seiner endgültigen Fertigstellung zu den schönsten in Europa zählen. Er bietet alle Voraussetzungen, um sich zügig zu einem bedeutenden kulturellen Mittelpunkt in Stadt und Region zu entwickeln. Die den Campus prägenden Bauten verbinden in höchst ästhetischer Weise alt und neu. Dies drückt auch das neue Signet aus. Sehr froh und dankbar bin ich bei alledem, dass mit der Sparda Bank und ihren Stiftungen ein starker und verlässlicher Premiumpartner an unserer Seite steht, auf dessen Unterstützung wir auch in den nächsten Jahren bauen können. Gefördert von den Stiftungen der Sparda Bank, dies ist eine Auszeichnung für unsere Hochschule. Das neue Signet wird künftig auf allen Plakaten, der Homepage und anderen Publikationen veröffentlicht werden. Am 25. April wird Campus One Schloss Gottesaue in Anwesenheit des stellvertretenden Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Finanzminister Dr. Nils Schmidt, feierlich eröffnet. Ein zweiwöchiges Musikfest schließt sich an mit allem, was die Hochschule zu bieten hat und mit internationalen Stargästen wie dem Fauré-Quartett oder dem Dirigenten Mario Venzago. Wir alle wissen, Musik ist Sprache für das, was mit Worten nicht gesagt werden kann. Und Musik lebt erst in der kreativen Verbindung von Künstlern und Hörern, lebt erst im Verbund mit dem Publikum, mit all den Menschen, die Musik hören und erleben wollen, mit all jenen, die bereit sind, sich anrühren und bewegen zu lassen.
So freue ich mich jetzt schon, Sie auf Campus One Schloss Gottesaue zu unseren vielfältigen Musikgenüssen begrüßen zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen.